Wir sind hier auf der BRB 30 auf dem Rastplatz Waldseite und wir haben hier, so wie die Innenministerin angeordnet hat, um 0 Uhr die Binnengrenzkontrollen wieder aufgenommen. Wir haben auf niederländischer Seite zusammen mit den niederländischen Straßenbehörden eine Ableitung aufgebaut. Das heißt, wir haben einen Geschwindigkeitstrichter, dann verjüngen sich die Fahrspuren und der Verkehr wird auf diesen Parkplatz geleitet. Wir selektieren dann Personen und Fahrzeuge, die für uns relevant sind. Und die relevant sind, die weisen wir in die Kontrollstelle ein und beginnen dann halt eben mit der grenzpolizeilichen Kontrolle. Wir hatten heute Nacht eine Feststellung von einem Betäubungsmittelschmuggel. Das ist das Fahrzeug durchgebrochen, das konnten wir stellen. Und wir haben heute in den frühen Morgenstunden hatten wir halt eben einen Haftbefehl vollstreckt, der ausgeschrieben war eines rumänischen Staatsangehörigen. Letztendlich wird halt eben gefragt, was der Grund der Reise ist, wo die Personen herkommen. Es werden natürlich halt eben auch die Papiere in Augenschein genommen und geprüft, ob die Einreisevoraussetzungen vorliegen. Und letztendlich kommt es dann natürlich auch ein bisschen aufs Gespür drauf an, der eingesetzten Beamten. Man nennt das ja so polizeiliche Erfahrung. Beziehungsweise auch, wie sich die Person verhält, ist die Person nervös, dann wird die Kontrolle intensiviert. Dann wird halt eben auch nachgeschaut auch ins Fahrzeug, im Kofferraum, ins mitgeführte Gepäck etc. pp. Und wenn nichts ist, können die Personen wieder fahren. Wir versuchen das natürlich möglichst gering auch zu halten an die Beeinträchtigung, aber letztendlich halt eben auch, dass wir unser Ziel halt eben erreichen dadurch. Also so wie die Innenministerin gesagt hat, die Wiedereinführung der Grenzkontrollen dauert erstmal ein halbes Jahr und wir setzen das genauso um, wie wir es hier machen. Das heißt, mit den drei festen Kontrollstellen und zwischen den Kontrollstellen agieren wir halt eben flexibel, mobil, uniformiert und zivil.